Hey Leute, willkommen zu einem kleinen Update-Video bezüglich des Community Days. Ich habe ja eine Abstimmung gemacht gehabt. Hier seht ihr nochmal die Ergebnisse. Ja, genau, es standen 5 Spiele zur Auswahl. Und gewonnen hat, ihr seht es ja schon, Minecraft. Minecraft wird das neue Community Day-Video. Projekt. Und ich hatte das ja schon öfters mal gehabt, dass ich sowas gestartet habe, dann bedauernswerterweise irgendwie die Lust verloren habe und das dann wieder nach einem Monat, nach 2 Monaten schleifen lassen habe, beziehungsweise habe ich es dann abgebrochen. Das wird diesmal nicht der Fall sein. Es wird, habe ich mir jetzt schon fest eingeplant gehabt, wie davor auch beim letzten Community Minecraft Projekt, jeden Sonntag um 18 Uhr wird das Community-Projekt beginnen. Ihr dürft euch gerne alle mal melden. Die Leute, die da irgendwie Interesse dran haben, die da mitmachen möchten, gerne. Wir werden ganz klassisch Vanilla Minecraft spielen. Ich war erst im Überlegen, okay, spielen wir jetzt Modpacks, tun wir mal mehr Sachen hinzufügen, so immer neuen Content. Da habe ich mir so gedacht gehabt, ah nee, dann will der das haben, der will das haben. Im Endeffekt irgendwann später hast du dann, gehst du mir mal aus dem Sichtfeld, Alter. Irgendwann haben wir dann, keine Ahnung, 100 Modpacks. Irgendwann crasht dann das ganze Modpack irgendwie. Die Leute müssen sich erst den Technik-Launcher herunterladen, die ganzen Sachen installieren. Und irgendwie, keine Ahnung, aktuell mit dieser und dieser Version. Und nee, das ist mir alles... Das ist mir alles zu viel des Guten, ne? Das ist meiner Meinung nach echt unnötig. Ich weiß nicht. Hier und da Sachen hinzuzufügen. Höchstwahrscheinlich da so Comments und sowas und so Protection und so, dass niemand was kaputt machen da kann. Das, denke ich mal, sollte schon drinne sein. Das ist, sonst wäre scheiße, wenn irgendwas kaputt gehen würde. Ich werde auch, beziehungsweise ich suche jetzt auch für dieses, in diesem Video suche ich jetzt auch eine Person, die sich da so ein bisschen auskennt, ja, mit Server organisieren, Server aufsetzen, so ein bisschen. Und, diese Person, da würde ich auch, die Serverkosten übernehmen, jeden Monat, dass man nicht für mich, sag ich mal, bezahlen muss, weil im Endeffekt ist es ja mein Projekt. Aber wenn sich da wer auskennt, wenn da wer Lust hat, ja, wenn da wer Lust hat, ein Außenstehender, ja, eine Person, wo ich sage, okay, mit der rede ich mal, ja, und entscheide dann letztendlich, ob diejenige Person dann, ob ich der vertrauen kann oder ob diejenige Person das alles so kann, machen möchte und auch zuverlässig ist, weil das ist mir auch sehr wichtig. Möchte dann allerdings, die Kriterium ist jetzt dafür, dass ich dann den Server, die letzten Saves, dass ich die mal geschickt bekomme, weil ich möchte nicht, dass der Server irgendwann gelöscht wird oder sowas. Da gehe ich auf Nummer sicher aus. Mit den Sternen sieht ja geil aus. Und deswegen meldet euch da, dann können wir das andere gerne besprechen. Ich möchte jetzt nicht meine entferntesten Freunde nehmen, weil ich misstraue keinem, aber ich möchte nicht, dass es zu Streitigkeiten kommt. Dass dann irgendwie wieder Beef entsteht, weil da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust drauf. Und dass dann dass mir da jemand eins reindrücken möchte. Das kann natürlich bei einer fremden Person auch passieren. Aber wie gesagt, der ist nochmal mit einem neutraleren oder generell mit einem, wie soll ich sagen, der geht da, mit Leidenschaft dran und, ich habe mich das Geräusch die ganze Zeit, nämlich im Hintergrund Nintendo Radio laufen. Ja, ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte, so. Und es darf jeder mitmachen, jeder, der Lust hat, der ist gerne, ist eingeladen, ja. Wir werden Vanilla Minecraft spielen und wir bauen zusammen, wir reden ein bisschen zusammen. Ja, jeder kriegt so seine Grundstücke.
Ne? Und wie gesagt, wenn jemand da Interesse dran hat, mir sowas zu machen, er soll sich bitte, wie gesagt, auf dem Discord bei mir melden. Ich werde den Discord auch nochmal verlinken. Ja, in die Videobeschreibung packen. Ist ja sowieso in jeder Videobeschreibung. Einfach mich mal anschreiben auf dem Discord. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten sei gesagt, der Server wird auch immer nur dann auf offen gestellt werden, wenn je nachdem 18 Uhr, wenn es dann losgeht, wenn ich auch online bin, damit ich das besser unter Kontrolle habe. Es wird auch keine Admins geben. Der alleinige Server-Ersteller, ja, der die alle Befehle eingeben kann und sowas, der wird die alleinigen Rechte haben. Und ich möchte auch nicht unbedingt Rechte haben. Ich möchte halt ganz normal spielen. Ich möchte halt nur einen irgendwie haben, der mir da, wie gesagt, den Server herrichtet. Das wäre schon, ja, schön genug auf jeden Fall. Und ansonsten, wie gesagt, Server wird dann immer für 2-3 Stunden, ich sag mal von 18 bis 22 Uhr oder sowas, je nachdem wie lange wir zocken, online bleiben, jeden Sonntag. Könnt ihr euch schon mal einrichten. Und wie gesagt, es geht los. Ich werde euch dann nochmal Bescheid sagen, sobald ich, wie gesagt, diesen Server habe. Soweit irgendwie alles eingerichtet ist, werde ich dann Termin bekannt geben. Da wird es nochmal ein Video zu geben. Ich wollte euch nochmal darüber informieren, dass Minecraft gewonnen hat. Dass es jetzt dazu auch nochmal jetzt ein Minecraft Community Projekt gibt. Und vielleicht eine kleine Nebeninfo. Wobei, das mache ich am anderen Video. Ja, soweit. Ich denke, ich habe nichts vergessen. Alles ist erwähnt. Ja, ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei. Ich kann nochmal, ich möchte nichts versprechen, aber das ist jetzt das Community-Ding. Also, wenn ihr Lust habt, mit mir irgendwas zu spielen, dann könnt ihr jetzt Minecraft mit mir spielen, da habt ihr die Chance, da können wir mit zusammen reden und so. Und ich denke mal, das wird auch was Schönes werden. Das ist ein Projekt, sage ich jetzt mal, welches ich auch nie wieder aufgeben möchte. Das wird jeden Sonntag dann offen sein für euch. Jeder ist eingeladen, da mitzuspielen. Und ja, genau. Möchte den nicht nach einem Monat oder so wieder, möchte das wieder wegschmeißen, weil, wie gesagt, es fehlt hier so ein bisschen Community Gaming auf diesem Kanal und das möchte ich damit dann ausgleichen. Und ich denke, das ist ein guter Schritt. Das ist ein guter Schritt, eine gute Idee. Und ich hoffe, ihr seid dabei, gebt mir nochmal eine Chance und habt vielleicht auch Bock, da mitzumachen. Würde mich sehr freuen. Und ja, Leute, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, meldet euch, wenn ihr irgendwie Server machen möchtet, könnt. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beim nächsten Video wieder. Und ja, bis dahin erstmal. Ciao, euer Semi.